Ja, hallo zu On the Grid. Mein Name ist Theodor Schiesel. Ich bin heute aus dem Hof, mitten von der Hauptstelle Neutorgasse. Und vor uns stehen zwei Vertreter der Gewerkschaft. Ich würde Sie bitten, sich kurz mit Namen vorzustellen. Sie sind heute da, weil es um die Arbeitsbedingungen im Fahrradboten- und Kurierbereich geht. Könnten Sie eben sich kurz vorstellen und erklären, um was es heute geht? Ja, mein Name ist Jasmin Kulasic. Fachbereich Straße, Landessprecher von Gewerkschaft Rieder. Ich bin Thomas Papitsch, ich arbeite bei Lieferando und bin auch Gewerkschaftsmitglied. Heute gab es eine Betriebsversammlung, da ging es darum, dass die KV-Verhandlungen im Moment stocken. Warum und wo knarzt es? Ja, es ist ganz einfach zu erklären. Arbeitgeberseite bietet 5,8% Lohnerhöhung. Arbeitnehmerseite möchte 8,7% haben und die sind ziemlich weit auseinander. Genau, und wir lassen uns nicht unter der rollierenden Inflation von 8,6% abspeisen, weil wir sind im untersten Lohnsegment, wir brauchen wirklich das Geld zum Leben. Es wird unleistbar für mich und meine Kollegen. Also das heißt, wir reden von 10 bis 12 Euro Stundenlohn momentan. Richtig. Ich kann das nur kurz was sagen. Es ist leider Gottes sehr traurig, dass die Kolleginnen und Kollegen, Essenszustellerinnen und Fahrradbotinnen fast auf die aktuelle Armutsgrenze ihr Lohn verdienen. Das ist bei 1750 Euro, weiß ich was, brutto für 40 Stunden. Ja, also ungefähr dort findet man auch die Kleintransporter, sofern ich mich nicht irre, mit dem neuen Kollektivvertrag, der mit 1.1. begonnen hat. Die Kleintransporter hatten eine 16-prozentige Lohnerhöhung. Da muss man aber den Hintergrund wissen, die hatten davor einen dreijährigen Kollektivvertrag, der nur eine 10-prozentige Inflation berücksichtigt hat. Warum fordern Sie nicht mehr? Die Kolleginnen und Kollegen möchten 2000 Euro brutto Lohn haben bei 40 Stunden und das sind noch einige Forderungen, was die Kollegen gern haben möchten. Das sind die Zulagen bei Schlechtwetter, bei Hitze, Regen, Schnee, Kälte und leider Arbeitgeberseite bewegt sich da nicht in diese Richtung etwas zu geben. Aber wäre der Grundlohn nicht besser, weil Zulagen werden zum Beispiel bei der Pension nicht dazu gerechnet? Ja, also beim höheren Mindestlohn würden wir alle besser aussteigen. Das stimmt, aber von den 2000 Euro sind wir aktuell gerade in den Verhandlungen meilenweit weg. So funktionieren Verhandlungen. Jetzt gerade sind die Arbeitgeber nicht mit uns am Tisch, sie sind nicht gesprächsbereit, deswegen müssen wir Maßnahmen setzen wie Warnstreiks, den wir heute machen. Also ab heute gilt ein Warnstreik, wenn ich das richtig verstehe. Wir haben die Betriebsversammlung formal unterbrochen für einen Warnstreik von 13.35 Uhr bis 15 Uhr und werden dann wieder in die Arbeit zurückkehren. Genau, einfach als um Aufmerksamkeit zu generieren von der Arbeitgeberseite, dass wir Kampfmaßnahmen ergreifen. Schauen wir mal, was das bringt. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr merkt, wir sind auf einer Baustelle, wird es ein bisschen lauter. Und alles Gute für die Verhandlungen. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.